Herzlich willkommen auf meinem Kanal Red Square. Ich bin Boris und ich darf euch heute zu einem weiteren Cinema Review begrüßen. Und zwar zum neuen Vampirfilm, und zwar Abigail. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch direkt zum Film. Sollen wir? Sechs Kleinkriminelle lauern der 12-jährigen Abigail, Tochter eines Unterweltbosses, auf und entführen sie nach ihrem Ballettunterricht. Sie bringen sie in ein altes Herrenhaus, wo ihnen ihr Auftraggeber ein Lösegeld von 50 Millionen Dollar verspricht. Dafür müssen sie das Mädchen nur eine Nacht beaufsichtigen. Was sich nach einem leichten Job anhört, wird rasch zu einem blutigen Albtraum, denn Abigail ist ganz und gar nicht das kleine, schwache Mädchen, sondern verfügt über unheimliche Kräfte. Ja, und Abigail hatte seinen Kinorelease am 18. April diesen Jahres 2024 unter der Regie von zwei Regisseuren. Und zwar von Matt Bettinelli-Olpin und Taylor Gillette. Dieses Erfolgsduo kennt vielleicht dann der ein oder andere von euch da draußen. Und zwar sind diese verantwortlich für einmal Ready or Not, welcher wirklich gut war. Und dann auch für Scream 5 und Scream 6, die letztes Jahr und vorletztes Jahr erschienen sind. Besetzungstechnisch ist es daher auch nicht verwunderlich, dass Melissa Barrera hier mit eine der Hauptrollen übernimmt. Wir haben Dan Stevens, wir haben Alicia Weir, wir haben Catherine Newton, Kevin Duran, William Catlett, Angus Cloud und den von mir extrem geliebten Giancarlo Esposito. Genre-technisch haben wir hier einen Horrorfilm, ich würde mal sagen im Subgenre Splatterfilm, mit einer Altersfreigabe doch erstaunlich ab 16 Jahren und einer Laufzeit von 110 Minuten. Und wie sagt man so schön, jedes Ende ist auch der Beginn für etwas Neues. Und dieser Spruch passt auch zum sogenannten Dark Universe von Universal Picture. Die haben ja einst versucht, dieses Dark Universe aufzubauen und sind direkt mit dem ersten Film Die Mumie mit Tom Cruise heftigst baden gegangen. Universal schöpft nun jedoch weiterhin aus den Vollen, nur eben unter anderen Voraussetzungen, wie auch schon Der Unsichtbare, Renfield und Die letzte Fahrt der Demeter gezeigt hatten. Anstelle auf überteuertes Spektakelkino zu setzen, welches auch einen dementsprechenden Erfolgsdruck mit sich bringt, baut man nun auf etwas kleinere, vielleicht auch mal ambitioniertere, ausgefallenere Genrefilme. Ehrlich gesagt besitzt Abigail einen eher faden Start mit schon eher platten Dialogen und eher, sagen wir mal, dümmlichen Witzen. Mit fortgeschrittener Laufzeit wird der Film jedoch immer besser, blutiger und auch der Humor wird um einiges besser. Genau zur Halbzeit hin geht der Unterhaltungswert dann durch die Decke und die durchweg handgemachten Effekte überschlagen sich geradezu. Der Film ordnet alles dem Fun-Faktor unter und ist damit verflucht kurzweilig. Oft cartoonmäßig überzogen, aber mit so viel Herzblut inszeniert, dass der schleppende Anfang bald mehr als nur vergessen ist. Ebenso kann man hier sagen, dass alle Schauspieler ihre Sache wirklich gut machen, beziehungsweise ihre Rollen glaubwürdig rüberbringen. Hervorheben muss man hier aber auch ganz klar Alicia Weir, welche die Titelfigur Abigail unglaublich stark umsetzt und das gerade einmal mit 14 Jahren. Erst mimt sie das unschuldige, fast schüchterne Mädchen, aber dann, als sie sich als Vampirin outet, spielt sie so richtig gerissen und fies und man merkt ihr sichtlich an, dass es ihr so richtig Spaß gemacht hat. Vor 10 Jahren vermutlich hätte die freiwillige Selbstkontrolle
ja, der deutschen Filmwirtschaft, FSK, diesem Film garantiert noch eine Freigabe ab 18 bzw. keine Jugendfreigabe gegeben. Ebenso muss man sagen, dass Abigail sicherlich nicht an Vampirfilme wie zum Beispiel dem ja, Road Movie sowie Western-Vampir-Horrorfilm Near Dark, die Nacht hat ihren Preis von 87, dem wahrlich enorm imposanten visuellen Vampirgruselfilm Bram Stokers Dracula von 1992, dem Vampir-Action-Horrorfilm Blade von 98 und dem Vampir-Action-Horrorfilm From Dusk Till Dawn von 96 nicht herankommt. Trotzdem kann man auch sagen, braucht sich Abigail nicht zu verstecken. Ein Vampirfilm mit ironischem Touch, der sich nach einem Fadenstart zum durchfristigen, ja, Blätterspaß mit richtigen Blutfontänen steigert, entlockt mir 7,5 von 10 Filmrollen. Und natürlich werde ich auch die Rubrik Wer streamt das hier bei den Cinema Reviews ja beibehalten. Aber streamingtechnisch ist hier natürlich noch nichts vorhanden. Aber ich kann euch trotzdem verraten, wann der Film ungefähr geplant ist, was das DVD- und Blu-ray-Release angeht. Und dementsprechend könnt ihr euch ja dann darauf einstellen, was dann den Streaming-Bereich angeht. Also, gelistet ist der Film schon mal für Juli 2024 als DVD und Blu-ray. Und ich schätze mal, ja, Pi mal Daumen, 2, 3 Wochen vorher, vielleicht schon bei euren Streaming-Dienstpartnern verfügbar. Und das war's mit meiner kleinen Cinema-Review zum Film Abigail, dem Vampir-Splatter-Spaß. Ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe mir Schlimmeres darunter vorgestellt. Ein regelrechtes CGI-Desaster bin ich von ausgegangen. Aber der Film hat mich eines Besseren belehrt. Und man kann ihn sich durchaus anschauen. Ich werde ihn mir auch auf Blu-ray zulegen, definitiv. Lasst mich gerne wissen, habt ihr den Film gesehen? Wenn ja, wie fandet ihr ihn? Und oder wartet ihr ab auf einen Heimrelease auf euren Streamingpartnern oder natürlich auch als Blu-ray oder DVD? Gern da unten alles in die Kommentare rein. Ich freue mich drauf. Und diesmal spoilere ich sogar ein bisschen. Und zwar das nächste Review wird ein weiteres Cinema Review sein. Und zwar zum US-Bürgerkriegsfilm Civil War. Auch hier bin ich absolut ja, positiv überrascht worden. Seid gespannt darauf. Hinterlasst noch ganz schnell hier ein Abo. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video meinerseits mehr verpasst. Und hinterlasst mir gerne einen Kommentar, ein Like. Ist alles für den Algo, er hilft mir. Und ich bedanke mich bei euch da draußen und wir sehen uns beim nächsten Film. Bis dahin, macht's gut. Ciao.